So, hier dieses Willkommen zu Hearthstone. Und falls ich gefragt war, warum ausgerechnet der Hearthstone am meisten nicht leiden kann, ja, das hat einen Grund, weil ja der gute Copa ja eben sein kleines Turnier veranstaltet und deswegen nehme ich hier jetzt mal auf und ich bin hier nicht alleine, sondern habe auch meinen Gegner dabei, den Björn aka Mihawk. Guten Tag. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir schon mal in Spielen rein und machen dann ein Deck dementsprechend. Wo haben wir denn Mihawk? Da. Befindet sich im Modus Spielen. Deswegen kann ich dich nicht einladen, weil du mal ins Hauptmenü müsstest. Ich bin eigentlich im Hauptmenü. Allerdings steht bei mir auch, dass du im Modus Spielen wärst. Oder? Ah, jetzt befindet sich im Hauptmenü. Ah ja. So. Ah, nehmt ihr an. Ja. Und Copa spielt auch gerade Hearthstone. Was ein Wunder. Ja. Hätten das bei mir gleich jemand ins Zimmer stürmt. Ich höre es schon draußen reden. Also, es gibt ja das so richtig. So, Basiskartendeck. So. Magier 2. Magier? Nee, ich fange nicht mit dem Magier an. Nehmen den hier. Na, dann schauen wir mal. Ich sag ja mit Basiskarten. Das Deck habe ich mal kurz zusammengestellt, von dem her, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das wird man dementsprechend sehen. Vor allem, wenn man wie ich gefühlt nur einmal pro Monat irgendwie Hearthstone spielt. Wobei mein Rage-Potenzial, ja, wobei mein Rage-Potenzial gegen Hearthstone nicht mehr so groß ist wie früher. Wenn du mal so die Hearthstone guckst, wo ich mich gegen Copa duelliert habe, ich habe über dieses Spiel so abgeschissen. Super. Dann nehme ich erstmal die beiden weg. Ich mag es nicht anzufangen, naja, gut. Ja, das hier. Das ist doch ganz nett. So, dann beginne ich mal. Ach, ein Zauberer-Deck. Okay, Priester-Deck, warum auch nicht? Ja. Zaubern was will ich erst mit denen? Ja, wow, geil. Will ich nicht spielen. Wow, das Standard-Deck. Das Anfangsdeck ist ja mal richtig geil. Aber so richtig geil. Naja. Ach, geht ja schon gut los. Ja. Das hat erstmal noch nichts zu sagen. Ich habe, wenn ich Online-Duelle gemacht habe, habe ich die meistens hinten raus gewonnen. So. Zauberschaden schon mal hochpushen, ist schon mal gar nicht schlecht. Ich glaube, eine Magier-Deck vielleicht auch ein bisschen essentiell. Auch eine Taktik. Ja, das ist das Coole an der Karte. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich dann nicht tot zieht, wenn die Karte sehr lange auf dem Feld ist. Ach komm, mach ich so. Oh, jetzt packt er vielleicht die Geheimwaffe aus. Ah, Schild. Gut. Schon mal etwas. Ein Spot-Dino am Anfang zu haben, ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Ich hab da noch was Schönes. Das Dingo! Oh, doch schön. Ah! Doppelt hält besser, weißt du ja. Meins. Ja. Reicht es? Lass ich es. Aber weißt du was, dann mach so, schalt den Dino aus und gut ist. Aber schon na mal dann, wir wollen ja lustig. Wir sind ja mal lustig, ne? Jawoll! Die hab. Was sagst du so Gefühl? So Abwehr mal 2 Millionen. Ja. Ich sehe irgendwie nur eins. Ich brauche eine neue Brille. Ich sehe doppelt. Ein Frostblitz. Ha, wer hätte es gewusst? Weg damit. Egal, passt schon.
Und weil wir eh gerade lustig drauf sind. Schon... Ah ja, noch ein Spotter. Spott mal 2 Millionen. Ja. Cool. Die Ultra-Verteidigung. Ja, mit dem Priester bin ich nicht ganz so... Also den fand ich ganz cool, aber ich bin noch nicht so ganz drin bei dem. Ja, Priester ist... Wenn ich mal Hearthstone spiele, auch nicht meine Klasse. Ich sage ja, Magier habe ich ungefähr hochgelevelt, mal 2 Millionen. Aber sonst so groß gespielt, nee. Ja, aber ich glaube, für nicht so gute Spieler ist es... Macht es das recht einfach, wenn man erstmal relativ viel Spott hat. Da kann man erstmal zumindest ein bisschen blocken. Ich meine, die richtig guten Spieler knocken dir die Spotter dann auch schnell weg. Aber ansonsten... Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Ach stimmt, da war ja was. Muss mein Spott wegmachen. Ja. Ich überlege gerade, soll ich nicht? Ach komm, fuck doch drauf. Aber die Frostnova war ein bisschen verschwendet. Ja, ich weiß, aber egal, passt schon. Jetzt mal angreifen können, ne? Ah, stimmt. Ich sag ja, ich bin auch Sarston raus. Nur so als kleiner Tipp. Ja, egal. Das spiel ich jetzt. Passiert. Die Tore sind geöffnet. Und Kopa, ich sag dir, falls du irgendwie wieder hier Verbesserungsvorschläge reinschreibst, der wird instant gelöscht. Der wird instant gelöscht. Oh ne, nicht das Schaf. Das arme Schaf. So gut schmeckt das man auch nicht. Feuerball oder? Ja, weißt du nicht, Schaf, ein bisschen gegrilltes Schaf, hast du was dagegen? Hast du ein paar schöne Schafskeulen? Ich glaube, schon. Wieder random auf der Map rumklicken. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ach, den, okay. Ja, dumm. Ich wollte mich doch noch heilen. Ja, das... Okay, dann gleicht sich's wieder aus. Naja. Ach komm, warum nicht? Wow, du hast diesen fetten Anstürmer drin. Aber den opfer ich gleich wieder. Einfach aus dem Grund. Ja, ach, schon. Langsam wird es ein bisschen eng für mich. Ich müsste mal eine dann. Langsam brauchst du, glaub, mal eine Karte. Sonst wird es langsam richtig eng. Ich meine, stimmt, die Karten hätte ich auch nicht spielen können, ja. Egal, passt schon. Dann dich und diesmal vergesse ich es nicht. Na, ja, kann man auch so machen, aber. Ah, weißt du was? Oh. Das ist immer das Schlimme, Magier, wenn er die auf der Hand hat. Na. Dann bist du immer relativ am Arsch. Ja, es war's doch nicht schlecht. Weiß nicht, ob ich das noch drehen kann. Ich glaub nicht. War's doch nicht schlecht, dass ich die noch aufgehoben hab. Blutsumpf. Raptor. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Die zweiköpfigen Ogre. Weißt du was, jetzt wird gefinisht. Erzittert vor der Macht Sturmwind. Oh nein, nicht den Sturmwind-Typen. Ach so, wenn wir gerade mal beim Spotten sind, ne? Ja. Aber noch sind das nur 7 Schaden. Ich weiß. Aber ich meine schon mal, maximale Verteidigung aufzubauen. Jetzt wird die nächste Runde ist vorbei. Oh. Außer du hast jetzt irgendwie noch eine OP-Karte. Mal den weg. Joa. So, ich mal sortieren. Bereit zum Ausritt. Ach, ein Ansturm.
Den. Okay. Oh, ein Herz. Oh, ein Herz. Den. Heil mich. Und ich hab den. Das war schon mal gar nicht schlecht. Ja, noch bin ich nicht tot, aber es fehlt nicht viel. Ah, weißt du was, wie ich's beend? Feuerball! Gute Nacht. Ja, oh Gott. Damit ja, nee, das konnte ich nicht. Da waren zu viel Spotter da und dafür habe ich auch keine Karten, um irgendwelche Spotter zu entfernen. Ja, aber wir brauchen ja noch. Steht schon mal 1-0, ich brauche noch einen Sieg, du bräuchtest noch zwei, um zu gewinnen. Aber weil wir ja noch eins machen müssen, noch das nächste. Genau. Irgendwo gleich hinterher. Oh, ich habe mit Absicht. Ich habe mit Absicht erstmal nicht mit meinem Gefühl, dem Deck angefangen, was ich wohl am besten spielen kann. Mhm. Ich wollte es nicht nicht opfern oder riskieren. Aber mit dem auch gleich das erste zu verlieren, weil dann sind wir ganz freudig. Gegen Jaina. Ich Spannung. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Das brauche ich nicht. Ach, wenigstens fängst du mal an. Ist ja alles ausgeglichen. Ach du Kack, was habe ich denn da gezogen? Das ist ja eine lustige Starthand. Ich habe schon mal eine gute Karte von Anfang. Wenn wir schon bei Spot sind. Ah, interessant. Wenn ich sagen soll, dann spiele ich mit. Wahrscheinlich haben wir zum Schluss auf jeder Seite 7 Spotter. Ja. Was ihr wolle. Hauptsache nicht angreifen. Ja. Ja, stimmt ja. Da muss... Wollte gerade schon gucken, komm bitte, greif an, aber leider müsst ihr immer, haben die ja immer noch einen Zug, wo sie noch brauchen. Oh, ein Schaden. Ja, das ist einer mehr, als du mir zugefügt hast. Ah, ich hab ne Idee. Nehmt das! Das ist erstmal unkritisch. Zeit zu töten. Dann kann ich die schon mal vom Feld räumen. Das hast du geguckt. Okay. So kann man Sport auch nutzen. Münze. Erst mal wieder die Map kaputt klicken. Ja, das macht immer Spaß. Und bumm. Oh, nice. Jetzt sieht das Feld doch viel besser aus. Kein Spott. Kein Spott? Was? Kurzfristig kein Spott, ich korrigiere. Aber das sieht gar nicht. Ziehen wir noch 2 Karten. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, 2 Karten zu ziehen. Und dann mach ich mit. Jetzt hast du nochmal einen von den Scheißern. Ja, ich hab den extra für dich zweimal reingemacht. Du nicht nehmen Kerze. Hey, den kenne ich. Ja, irgendwo her. Ich glaube, jetzt passt schon wieder ungefähr. Wir haben uns doch keinen Schaden gemacht, aber Quill schon 50 Monster kaputt gemacht. Das stimmt. Ich frage mich, ob... Wie mache ich das? Ich weiß nicht. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Ich bin so bereit. Ach, die Arkangeschosse. Ja, mit plus Zauberschaden werden die richtig lästig.
1, 2, 3. Ja, hab ich Glück gehabt. Sich gut verteilen. Leider. Aber das verliere ich jetzt, das wird nichts mehr. Momentan denke ich, habe ich leichte Vorteile, ja, aber man weiß ja nicht. So. Wir lassen das erstmal so stehen. Was? Na, ich konnte eh nicht angreifen, von dem her. Dann räumen wir mal auf. Flammstoß, da bin ich ja fast froh, dass ich es so gelöst habe. Na, oh, das ist ja noch besser. Okay. Und ein Schaden. Yay. Schön Zauber plus Leute. Das fand ich nicht in Ordnung. Die Tore sind geöffnet. Etwas gegen Zauber. Ja, guck mal, den kenn ich. Und noch setze ich den nach. Das ist schon mal eine gute Vorbereitung, so ein bisschen massakrieren. Oh! Boah! Nicht nur du kannst Schafe. Ja. Leider. Aber gut, dass ich noch den die Frostnova auf der Hand hatte. War glaube ich ein Frostblitz, aber ansonsten. Ja, nee. Passt schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frostnova bei mir im Deck habe. Irgendwie anstürmen. Also falls es kurz, ihr merkt ja, ich habe kurzzeitig ein Standbild drin, das liegt daran, weil ich gerade nebenbei noch was am Hochladen bin, von dem her. Aber ich denke, das passt schon so. Ach, hat der auch einen. Ja. Au! Bereit zum Ausritt. Ach, der Ficker. Ja, den habe ich gern. Nutze ich gern, weiß gar nicht wieso. Das Dingo! Ey, den kenne ich. Den auch? Hab ich auch schon mal gesehen, ja. Erstmal aufräumen. Für Ehre. Mach ich das? Ach komm, scheiß doch drauf. Das Tolle, dass der 3 Schaden macht. Okay, gut. Dann machen wir jetzt das. Das. Ich leg noch den. Ach, ja, okay. Dann mache ich das. Nee. Und tschüss. Das arme Schaf schon wieder. Schafe werden wieder gebrutzelt. Super. Gut, na dann bringe ich den da. Geht hinter mir in Deckung. Schon wieder der Ficker. Ja. Wo oh, wieder beim Thema Spottbären. Ah, noch so ein Wasserelement. Jetzt muss ich überlegen. Na komm. Mach ich so. Und lass es einfach mal so stehen. Das ist dann machen wir den. Den. Das Dingo! Und den. Ja, scheiße. Ja, na, du musst ja jetzt schon Top-Deck spielen, das ist immer kritisch. Ah, da hat er den Feuerball. Hoffe. Ach, verdammt. Oh, perfekt. Perfekt, die passt jetzt super. Oh, ich hab doch eine Frostnova im Deck. Spoiler. Spoiler. Die Tore sind geöffnet. Aber die Info hilft dir eh nicht viel. Nee.
Ich dachte, die hätte ich rausgenommen. Ja, scheinbar nicht. Oh, hast du schon wieder scharf gezogen? Ja, Bossblitz. Ja, dann sparen wir schon. Oh, interessant. Ja, aber das habe ich schon so gut wie verloren. Ja, aber momentan haben wir beide relativ wenig zum überhaupt Schaden machen. Mhm. Oh, mit dem kann ich was anfangen. Vor der Macht, Sturmwind. Ah, der schon wieder. Und dann räume ich den mal weg. Naja, der Sturmwind ist jetzt erstmal nicht kritisch. Mach ich doch. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Hatte ich mal Glück gehabt, habe ich genau gezogen. Aber ich hätte auch anders ihn erstmal ausschalten können. Ich habe ja die Frostnova, wie man schon wusste. Na, die spare ich mir noch. Komm, besieg mich. Ich bin offen. Ja, das Problem ist, ich habe auch nicht so richtig was zum Angreifen. Da ist man momentan mit Besiegen recht schwierig. Na, ich hab schon verloren eigentlich von dem her. Was will ich noch groß entgegensetzen? Nicht nehmen, Kerze. Naja, ich bin lieber vorsichtig. Wie gesagt, ich habe meine Online-Matches, die ich wirklich gespielt habe, hinten raus immer noch gedreht. Manchmal hat es geklappt, manchmal auch nicht. Ja, das war wie klar. Boah, ich habe nur noch 6 Karten im Deck, das könnte echt eng werden. Du hast aber auch nur noch 8. Ah, stimmt. Das Duell zieht sich, ey. Ich bin ein Meister der Magie. Naja. Ja, aber das hast du gewonnen. Aber. Lass dich da gut groß machen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ah, weißt du was? Scheiß doch drauf. Ah, nee, das war klar. Das ist scharf. Dead Sheep. Wie will ich jetzt bitte noch 27 Schaden machen in 9 Runden maximal? Aber das wird keine 9 Runden mehr. Ach. Naja, ich muss auch erstmal noch irgendwie Schaden machen. 1, 2, 3. Oh Mann, das ist ein richtig trauriges Duell. Ja. Die richtigen Profis, die haben sie wahrscheinlich schon vergraben vor Schande. Und hast was Feines gezogen, ja, das sieht doch gut aus. Ja, schon mal besser, aber immer noch nicht perfekt. Kannst du dir sicherlich vorstellen, was jetzt passiert? Ende? Nee. Aber das? Ja, war klar. Aber hast du noch irgendwas, um ihm gegenzuwirken? Nee. Leider im Moment nicht. Der Schwede, ich hab noch 3 Karten, das verliere ich, wenn das weiter so geht. Oh, cool. Na gut, der tut nicht. Ja, der macht dann 7 Schaden. Ja. Ich weiß, dass der Zaumschaden sich dadurch erhöht. Ach, zum Glück. Ach nee. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig eng. Wird's etwas eng für dich, ja. Oh! Mann! Will ich dich mal blocken? Oh, noch 2 Karten habe ich. Du hast aber auch nur noch 2 mittlerweile. Das reicht nicht ganz. Ja, ich weiß, aber was soll ich machen? Ich kann nichts. Ich habe fast keine Karten mehr. Ja, das hat ja, hast jetzt, du sehr jetzt, gut das, ja, das war's aber. Das war's. Das, richtig. Ja, das war's jetzt. Das... Ich habe nämlich extra noch eine Karte aufgespart. Ja. Nämlich die hier. Ja. War damit klar. Geht dieses traurige Duell an die. Welche Stufe ist denn dein Magier eigentlich, den du gelevelt hast? 23.
Oh, siehst du, meiner ist jetzt 19. Also immer noch 19. Ah, weißt du was, ich bleib bei dem Deck. Pack doch drauf. Oh nö, ich nehme jetzt das dritte Deck. Dafür habe ich es extra gemacht. Wenn ich wahrscheinlich nur mit Magier gewinnen würde. Ich meine, ich habe Magier ist ja glaube ich auch mein einziges Deck, wo ich alle Basiskarten habe. Achso. Na ja, gut, bei den vorgefertigten Decks interessiert das ja glaube ich nicht. Hm. Wenn die Karten man selbst schon freigeschaltet hat. Jaina gegen Garrosh. Das wird jetzt interessant. Oh, interessant. Na, passt schon so. Mit dem Krieger habe ich auch zu Beginn schwer kämpfen zu kämpfen gehabt, aber ich habe mich dann ein bisschen mit ihm eingefunden. Ja, Krieger. Immer so ein bisschen. Oh, da klatscht man gleich die Münze raus. Ja, warum auch? Diesmal haben wir schneller Schaden gemacht. Ja, wow. Das macht er meine Waffe kaputt. Naja, ist nicht so schlimm. Ich hatte meinen Angriff, das ist okay. Aha. Gut, dass die ein Deck hatte. Und wir neutralisieren unsere Monster. Ja, die sind, glaube ich, beide recht gern gespielt. Besonders der Us. Oh, wie heißt der auf Deutsch? Schlamm. Säurehaltiger Schlamm. Wow, kreativ. Ach komm, neutralisieren. Ist doch wurscht. Ich weiß, eigentlich hätte ich jetzt auch den zum Spot gehabt, aber pack doch drauf. Leer machen. Man weiß ja nie, was du auf der Hand hast. Ja, das ist richtig. Ich spiel mal das. Ja. Yeah. Was ist das? Zack, zack. Zeit zu töten. So, schon mal angreifen. Das ist wohl wahr. Macht sie zwar wegen deiner blöden Rüstung keinen Schaden, aber naja. Bereit zum Ausritt! Ja, damit kannst du. Ja. Oh Mann. Keine Ahnung, ob das klug war. Ich mach's einfach. Oh, mein Feuerchen an. Oh, jetzt schon. Ja, jetzt schon. Okay. Aber schon beschissen ein bisschen jetzt gerade. Aber was soll's. Ich frage mich, ob... Ich mache noch zwei Rüstungen. Ich spiele das. Dann kommt hier nochmal ins Gesicht. Wow. Ach komm. Zack, zack, zack. Wen die wohl treffen? Dann schicken wir noch den hinterher. Brauchst du jetzt? Nee, Feuerball. Und ging noch mehr Schaden zu. Und dann wären wir mal unentschieden. Jupp. Ah, ich bin nicht zufrieden. Und die. Jemand den Arzt gerufen. Oh, die Karte ist fies. Ja, das ist so eine kriegerspezifische. Ist ganz cool. Ups. und dann warte. Obwohl doch. Boss Nova. Greife ich direkt an oder wie Schaden zu?
Ach komm. Naja. Oh cool, den hab ich in dem Deck. Gut zu wissen. Hey, das ist cool. Er zittert vor der Ach, Sturmwind. Yay. Ein Schaf mit 2-2, ja. Vorsicht vor dem Killerschaf. Und Flammenschlag. Nee, jetzt ist doch Flammenschlag. Flammenstoß. Ein Frostblitz. Ich mach den Gegner anstürmen. Dann opfer ich den, ist mir scheißegal. Klong. Ach, das Schaf steht noch. Oh, es ist nicht nach kleiner Runde weggeflogen. Ein Wunder, ein Wunder. Die Tore sind geöffnet. Alter, dein Ernst! Natürlich, und jetzt mit dem Schaf. Na, das verliere ich. Ich sag ja, ich flieg nach der ersten Runde raus. Ich kann nichts, dann hast du. Ja, ich muss mal so sagen, mit den Decks habe ich wahrscheinlich, egal wer von uns beiden gewinnt, hat schwer zu kämpfen. In der sozusagen der Finalrunde, das ist ja schon mehr oder weniger ein Halbfinale. Oh, guck mal. Das Dingo. Jetzt machst du mein armes Schaf weg. Ja, wieder mit Feuer. Es ist tiefgefroren und wurde noch gegrillt. Ja, aber die Karte bringt gegen mich viel. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Magier haben gar keine Waffen. Aber die ist halt ganz gut. Die heben wir ein bisschen auf. Da kann ich ja im Moment nichts machen. Ja, das war so klar. Du kannst der Senjin-Meister nicht so viel Schaden machen. Ja. Oh, cool, den kenne ich. Den kenne ich. Auch nicht schlecht. Das Dingo! Ach, genau den. Hi! Hast du vielleicht auch schon mal? Ja, hast du schon mal gesehen, bestimmt. Ja, irgendwoher schon. Ich habe einen alten Freund, den du auch kennen müsstest. Ach, guck mal. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Haben wir schon mal gesehen, ja. Lass mich mal gucken. Ach, komm. Okay, ja, komm, reicht. Ja, Mann! Ist okay. Also ist okay. Ja, gut. Almighty Sturmwind, Junge. Das war jetzt nicht schön. Macht nichts. Die Tore sind geöffnet. Was spiel ich denn jetzt? Ja, ich spiel. Oh nö. Müssen wir aber wegmachen. Ja. Das Dingo! Aus meiner Sicht muss ich ihn wegmachen. Ja. Weil er einfach stört. Für Ehre. Jetzt wird's langsam eng. Vorwärts. Ja. Es fehlen mir die durch. Wir haben durchschlagenden Karten fehlen. Wir haben ungefähr genau gleich viele von dem her. Wir haben jetzt genau viel Leben, genau gleich viel. Also, man kann nicht sagen, dass zwischen uns im Gegensatz zu den anderen beiden deutlich ausging. Weiß nicht, ging's da deutlich aus? 2-0. Ah ja. Laut Copa. Ja, wir sind halt beide gleich schlecht. Ja, so ungefähr. Wir sind halt beide gleich schlecht. Kriegshäuptling!
Naja, jetzt spielen wir beide erstmal Top-Deck. Ja. Dadurch, dass du aber noch zwei Viecher auf dem Feld hast, sieht es für dich erstmal besser aus, würde ich behaupten. Ah, oh, und dann zieht er noch den Spotter. Ja, klar, jetzt braucht er Verteidigung. Wahrscheinlich ziehe ich jetzt den größten Müll, den ich finden konnte. Jetzt ist wahrscheinlich die beste Karte in deinem Deck. Nee, es ist irgendwas dazwischen. Aber irgendwas, was ich auch im Moment eigentlich überhaupt nicht brauchen kann. Oh. Gar nicht mal so gut. Ja komm, in der nächsten Runde müsst ihr mich umhauen. Vorwärts. Ach stimmt, der kann ja zweimal angreifen. Ja super, ich brauche jetzt eigentlich nicht. Nochmal Rüstung. Na gut. Jetzt dreh ich. Naja, ich habe keine Karte auf der Hand und keine auf dem Feld. Du hast immerhin eine auf der Hand. Oder jetzt zwei auf dem Feld. Drei. Dieser Diener hat bereits angegriffen. Ach, stimmt. Ach, wegen Ansturm konnte er zweimal, okay. Die Karten, super. Wir haben es da. 1, 2, 3, 4 Schaden aus der nächsten Runde. 5 HP habe ich gerade. und ich mache keine 17 Schaden in der nächsten Runde. Deswegen wüsste ich nicht, wie ich die aufbringen sollte. Nee, ich denke, das wirst du jetzt gewinnen. Allerdings erstmal nicht. Ein Schaden, Junge! Auf 1 runter, auf 1, ey. Oh. Hast du eine gute Karte? Ja, es geht. Sie könnte es ja hinauszögern, je nachdem, ob du ein Schaf oder einen Flammenschlag auf der Hand hast oder nicht. Ach, Schaf ist ein gutes Stichwort. Oh, das ist auch nicht schlecht, aber Freunde. Noch einen Anstürmer gezogen. Nee, ich hätte noch Flammenstoß gehabt. Ach so. Und das reicht immer noch. Ja, du hättest schon den Flammenstoß spielen müssen. Ja, scheiße. Ah. Aber egal, passt schon. Jetzt geht mir gerade der Krieger dezent auf die Nerven. Macht nichts. Ich kann mich noch am Leben halten. Hat jemand den Arzt gerufen? Oh. Beim Schurken gibt es einen Skill. Der heißt, von der Schippe springen. Ungefähr das mache ich gerade. Und jetzt immer wieder bei 1. Ja. Gibt's das denn? Aber immerhin ist jetzt bei beiden das Feld frei. Mal gucken. The one last love point. Life point. Ja, wenn du den Frostblitz ziehst, hast du gewonnen. Aber das wird nicht passieren. Wenn das drehst du noch und du gewinnst es. Das wäre sehr lustig. Hätte auch durchaus Unterhaltungswert. Ja, jetzt habe ich zumindest Glück, jetzt kann ich eine Rüstung mehr aufbauen. Ja. Und ich bin zwei Runden safe. Eine. Ah, oh, scheiße. Oh, jetzt kann noch mal aufholen. Das wird ja noch mal richtig spannend hier, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich auch nicht, das ist es ja. Nehmt das! Guten Tag. Oh Mann. Brauche ich weiter Rüstung auf? Es geht. Greift an! Oh Mann. Das gewinnst du jetzt noch, das sag ich dir. Das ist das. Ja, es wird jetzt eng. Hängt ein bisschen wirklich von unserem Kartenglück ab, was wir Top Deck so ziehen. Feuerball! Nee, was denn? Schnell und stark zuschlagen!
Boah, jetzt wird's ja aber normal. Aber das formal habe ich jetzt sogar wieder mehr Leben. Das gewinnst du jetzt, das gewinnst du jetzt. Das oh, jetzt habe ich eine Karte, die könnte dich sehr unter Druck setzen. Geht hinter mir in Deckung. Ja, das war's. Das war's. Ich weiß nicht, was du gezogen hast. Ach sehen. Dann ja, war's das, ja. Das war's. Dann habe ich das echt noch gedreht. Sehr beeindruckend. Ich sag ja, ich kann nichts in Hearthstone. Ja, ich glaube, das war jetzt wirklich Glück von uns beiden. Ich wüsste jetzt keinen Fehler, den du gemacht hättest. Oder zumindest irgendwas, was ich hätte anders gemacht. Wahrscheinlich haben wir genug Fehler gemacht, wenn wir es wirklich könnten. So aber gewinne ich mit 1. Wow. Das war ein Ding. Oh Mann. Aber naja, das war's ja dann. Ein bisschen unterhaltsam war es bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man es zuguckt und jetzt nicht der Profi ist, könnte es durchaus lustig gewesen sein. Ja, also, bis dann. Bis irgendwann in einem anderen Projekt mal wieder. Macht's gut. Ciao.